Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Nightmares. Die kleinen Albträume mal wieder. Genau, wir sind das letzte Mal diesen gefräßigen, sehr gefräßigen Leuten entkommen, die uns essen wollten. Also, glaube ich zumindest. Ob die das wirklich wollten, ich weiß es nicht. Mittlerweile ist ein anderer Tag und ich weiß, was auf uns zukommt. Ja. Ich dachte mir, okay, ich weiß circa, wie lange das Spiel noch geht. Da dachte ich mir, okay, schaust du dir den Endboss an. Ich hatte noch in Erinnerung, dass es irgendwie so mit diesem Spiegel und irgendwie so ganz, ganz weird war, dass man darauf gar nicht kommen kann. Deswegen habe ich mich da informiert und dann habe ich halt gesehen, dass der Endboss schon hier, also halt, dass wir hier kurz vor dem Endboss jetzt stehen. Das heißt, ich würde mich jetzt dann aufmachen und einfach mal da die logischen Abfolge gehen. Genau. Hier unten ist nämlich auch diese Lady. Der Controller vibriert sogar. Wir wollten den heute zurückbringen. Die Garantie hält nur ein Jahr. Oh mein Gott, hör auf, darunter zu fahren. Zuzumachen. Sprachen lernen. Bubble. Kann ich. Guck das Auge mehr an mich. Nee, das täuscht. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwelche Secrets gibt oder so. Ich habe einfach nur straight up gesehen, der Typ ist nach oben gelaufen, hat irgendwie einen Schlüssel geholt und hat dann den Boss gemacht. Okay, ich glaube, da geht's obviously nicht nach oben. Aber wohin denn dann? Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Okay. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Ist jetzt schon 2 Tage her, seit der letzten Aufnahme. Dementsprechend, ja genau, hier müssen wir sneaken. Wenn es zu laut wird, ich mach's im Schnitt nachher leiser. Ja, das ist nämlich so, dieses Pfeifen ist sehr laut. Wir sollten vielleicht leise sein. Sie steht vor einem kaputten Spiegel, das soll uns irgendwie... Das soll uns irgendwie darauf hinweisen, dass sie Spiegel nicht mag oder so. Keine Ahnung, ich hab das noch nie verstanden, genau. Hör auf, so laut zu singen. Du hörst den Rest der Menschen nicht mehr. Genau. Hier ist ja anscheinend ein Schlüssel. Hier drin. Wo ist sie hin? Oh, okay. Die Musik. Ich weiß nicht, ob ihr das so hört, aber das ist so Brummen im Hintergrund. Das macht die Sache nicht gerade angenehm. Auch wenn ich natürlich ultra Bock habe, das Spiel weiterzuspielen. Oder allgemein durchzuspielen. Weil es gibt nämlich ein DLC dazu, so viel ich weiß. Der nochmal irgendwie die Story... anders macht. Oh, da ist nochmal so eine Figur. Soll ich die umschmeißen? Ich mach's einfach. Sie würde nicht hier stehen, wenn man... Oh mein Gott. Ich hab gehört, dass die Dame das nicht gehört hat. Genau. Ich würde sagen, wir schleichen uns einfach mal weiter, weil ich habe keine Ahnung. Ach, steht die da? Bring diese Puppen, die misdirecten total. Misdirecten ist, eine gute Frage. Irritieren. Eine Misdirection ist, die tun so, als wären die Frau, aber sie sind nicht die Frau. So in meinem Kopf, die misdirecten mich. Mann, wie heißt das denn? In der Zauberei wird das so genannt. Also Magie, so Kartentricks und so misdirecten. Wenn du auf deine Hand guckst, aber in der anderen Hand was passiert und damit den Zuschauer auf diese Hand lenkst, anstatt auf die andere, in der du gerade was tust. Ich hoffe jetzt. Fehlleiten. Dankeschön. Das hat jetzt lange gedauert. Okay, ich sollte nicht so glücklich sein. Heute ist nicht so der Tag. Fix, du bist die Beste. Meinst du, du schaffst es, den Schlüssel auch rein? Okay, und jetzt sneaken wir wieder. Weil ich weiß nicht, was mich dahinter erwartet. Oh!
Habe ich schon mal erwähnt, dass ich der schreckhafteste Mensch der Welt bin? Ich weiß es nicht, aber es ist einfach so. Oh mein Gott, das war gerade... Ey, ich habe die Five Nights at Freddy's Spiele gespielt. Ich sollte davon nicht beeindruckt sein. Ich habe des Todes an. Genau. Warum laufen wir so komisch? Und warum ist unsere Lampe angegangen? Ich habe die nicht angemacht. Okay, wenn wir beim Endbosskampf verlieren, ich werde, sagen wir mal, den ersten Fail lasse ich drin. Aber ich glaube, wenn ich häufiger faile, schneide ich das. Oh, bitte komm jetzt nicht hier schon. Wir müssen jetzt hier immer diesen Spiegel ins Gesicht halten. Einen wunderschönen guten Tag, Madam. Wie geht es Ihnen heute? Oh, dude. Genau so. Steh auf, Six! Six, Six, los, bitte! Bitte, jetzt keine Faxen machen! Ich hab keine Ahnung, wo das nächste Licht ist. Hier. Oh mein Gott. Ich hoffe, das ist nicht random, wo die kommen. Oder ich hoffe, es ist nicht random, wo die kommen, dass sie dann beim zweiten Mal durchspielen immer woanders kommt, weil... Fände ich nicht so nice. Ich höre von rechts was. Von hinter mir. Ach du meine Güte, was ist das? Nimm den Spiegel, Six! Nimm den Spiegel. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Nach rechts. Nee, hier. Okay. Okay. Finde ich gut, dass sie von der Seite kommt, wo ich sowieso gerade geguckt. Steh auf, Six. Steh auf. Mann, Six, bitte. Bitte. Wird das ein First Try? Oh mein Gott. Ich habe meine Brille nicht an, ich weiß. Also halt die. Der Spiegel ist kaputt. Oh, bitte nicht. Oh mein Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Okay, ist eine Katze, ich kann nichts machen, außer die Kamera so ein bisschen bewegen. Jetzt kann ich sie gar nicht mehr bewegen. Was ist diese Frage? Wir haben Hunger. Was essen wir jetzt? Was essen wir jetzt? Sie? Was ist denn mit Six auf einmal los? Einfach Monster. Das letzte Mal schon dieser Gnom, falls ihr das nicht gesehen habt. Blend's euch hier mal kurz ein. Oder doch das da, was auch immer das ist. Was müssen wir denn tun? Ihr seid doch komplett bescheuert, seid ihr. Ich kann selber steuern. Lass die Facecam jetzt aber mal aus. Dieser Hunger, ganz kurz zur Erklärung, heißt Machthunger. Ich glaube, ich verstehe langsam, warum.
Wir töten einfach jeden. Kein Problem. Kommt vor. Also, des häufigeren Mal habe ich so mitbekommen. Bitte was? Leute, es tut mir leid. Die Räume der Herren Errungenschaft freigeschalten. Steht da bei mir. Oh mein Gott, was war das für ein komplett gestörtes, krankes Ende? Yo! Hä? Ich verstehe, also... Klar, wir sind so ein bisschen wütend, die wollen uns alle töten oder so. Aber mussten wir die Frau unbedingt essen und dadurch so ihre Kraft oder so übernehmen? Sind wir jetzt die Nachfolgerin, so, weil wir haben jetzt ultra diese Macht und so? Ich habe überhaupt keine Ahnung. So, an der Stelle, glaube ich, lasse ich mal ein Fazit raus. Das wird sehr kurz. Geniales Spiel. Also wirklich der Wahnsinn. Storytechnisch Telling... Yo, es erzählt einfach keine Geschichte. Ihr erlebt die Geschichte. Es wird nichts geredet, nichts irgendwie erzählt. Ihr erlebt sie. Und diese Story, die ist echt gut. Von diesem Kind, was irgendwie eingesperrt ist und dann nachher irgendwie so eine Art Monster wird. Machthungermonster, keine Ahnung. Ich hoffe, der Hunger ist jetzt gestillt irgendwie. Der zweite Teil spielt ja vor dem ersten Teil. Dementsprechend weiß ich nicht, was ab jetzt kommt oder passiert. Wir erleben ja jetzt im DLC noch die andere Geschichte. Also diese Geschichte, aber nochmal noch besser, noch mehr Storytelling. Und man erfährt viel mehr von dieser Lore. Da spielt man den Jungen oder so. Wir sehen das im nächsten Video. Also ich muss sagen, das ist so... Das Ende habe ich mir anders vorgestellt. Aber nun gut. Ich kannte das Ende auch nicht. Ich habe wirklich nur geguckt, wie man den Endboss macht. Also mit diesen Lichtern und so, mit diesen Dingern hinhalten. Und mehr wusste ich auch nicht. Das war alles. So, ja. Also ihr habt eine Kaufempfehlung von mir. Unten in der Videobeschreibung Instant Gaming. Die super kranke Edition mit allem drum und dran für 2 Euro oder so. Mit DLC, dies, das. Für 2 Euro. Was ist denn das? Instant Gaming, was los bei euch? Unten in der Videobeschreibung, damit unterstütze ich mich auch. Vielen Dank dafür. Also es ist ein wahnsinnig gutes Game. Das muss man diesem Spiel einfach lassen. Es ist wirklich gut gemacht. Ob das zweite Game da mithalten kann, ich habe keine Ahnung. Das zweite Game wird noch blinder als das erste, weil das zweite, habe ich nur den Anfang oder so gesehen in diesem Wald. Und durch die Trailer halt so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie einen Endboss gibt oder so, wer da der Boss ist. Hier konnte man sich ja den Anfang so denken. Da war die Frau am Anfang. Und, das, und bei Little Nightmares 2 ist es so ein Raum. Keine Ahnung, ganz, ganz weird. Auf jeden Fall, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Und
Ciao. Credits einfach länger als der Rest vom Spiel.
Okay, das kommt unerwartet. Wir scheinen irgendwie jetzt draußen zu sein. Danke fürs Spielen, kein Problem. Wir sind auf einer Insel. Wir sind von diesem Boot runter auf einer Insel. Toll, jetzt sind wir auf einer Insel. Nein, warte mal. Wir sind noch durch diese Tür gegangen. Oh, okay. Weird. Ist das vielleicht das Schiff? Das schaukelt auch so hin und her. Nee. Nee, das täuscht. Oder? Nee, das ist die Kamera. Oh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir sind jetzt draußen. Können wir hier rumlaufen? Nee, können wir nicht. Wir können nur... Oder ist das doch das Schiff? Oh, ich weiß es nicht. Hm.